And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ja, wir sind also das beliebte Kind in der Klasse. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Sie schleimt sich da wieder ein. Oh, Photoshop. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ja. Was ist los, Kate? Kate looks so sad and quiet today. Ah, Mistin. Hi, Kate. Oh, hi, Max. Was ist los mit dir? You seem quiet today. Just thinking too much. I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I hear that. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay, gehen wir mit der später abhängen. Sie hat irgendwie keine Lust. Rachel und Amber forever. Okay. Makro Eyes. 40 mm. Photo Equipment. This is definitely where cameras go to heaven. Ja. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Sie steht wohl auf Retro-Kameras. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Ah, er macht auch Mark Jefferson, Noir Beauty. Film versus Digital. Wer wird gewinnen? Foto-Equipment, ganz viele Stative, aber das sind Videostative, wie es aussieht. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Oh, ein Klassenfoto. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Ja, ist schon cool. Was haben wir hier noch? I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ah. Also hat er doch ein bisschen was drauf für unser Lehrer. Printer. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ja, mit dem Ding könnte sie eine ganze Foto-Dingsbums hier. Galerie eröffnen, produzieren, drucken. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. We love your porn video. Blackwell Academy. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Also, wie gesagt, der Unterschied zwischen einem Artist und einem Amateurfotograf ist die Fähigkeit, sein Bild zu zeigen und die Courage zu zeigen und dazu zu stehen.
every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, so sieht sie auch aus, als ob sie nur Scheiß über andere redet. Oh, der Leuchtturm. You can never escape the lighthouse here. Okay. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Der Wald hier rum, die Gegend sieht mysteriös aus. Ein Riesenfernseher. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Jede Bad Boy TV hier, krass am Start. Würde sie gerne mehr Dokumentation drauf sehen. Na, wir im Fernsehen hatten, im Fernsehen damals hatten wir nur eine Schule, die richtig den Kasten hatte. Was? Ein Fotocontest? Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? Weil er an dich glaubt. I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bist du ein jeden Tag Hero? Oh Gott, wie übersetzt man das denn sinnvoll? Alltagsheld, genau. Das ist das Thema des Fotocontests. Submit an image of the best. Okay, man soll sich selbst oder einen anderen in einer heroischen Aktion fotografieren. Deadline ist der 15. Oktober 2013. Scheiße, verpasst. Der Gewinner wird dann wird nach San Francisco fliegen, um dort irgendwas im Zhuyang Museum of Arts in San Francisco sein Foto National Everyday Hero Competition at. Ah, wird die Schule repräsentieren auf der Everyday Hero Competition. Ja. In San Francisco. Yeah. Ist irgendwie ein bisschen peinlich, finde ich. Gerade für mich. Aber das kriegen wir schon irgendwie hier durch alles. You may submit one image on appropriate paper for consolidation. Also auf vernünftigen Papier. Ja, und wenn wir unter 18 sind, müssen wir eine Erlaubnis der Eltern mitschicken. Na gut, verlassen wir das Klassenzimmer. Welcome to the real world. Ja, toll. Then I might send you a special picture during the class. Thank you. Because Max wants everybody to see how you she is. She plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Von Square Enix. She's so fucking shy. Dontnod Entertainment, die Entwickler des Spiels. Ah, Musik an, Welt aus. Ja. Alicia, Evan. Missing Person Poster. To all of you. These missing persons posters are popping up everywhere. Arcadia Bay. Na schön. Aber an dieser Stelle möchte ich mich aus dieser Episode von Life is Strange verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein erster kleiner Einblick war das jetzt für uns alle in dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das mit ihm übersetzt. Ey, schubst mich nicht. Bisschen schwierig war erst am Anfang, aber das kriegen wir schon alles hin und werden den Sinn schon hinter allem verstehen. Auf jeden Fall sind wir voll der Fotonerd, wie es aussieht. Und wenn ihr mein Brotzimmer zurzeit sehen könntet, ich auch. Scheiße. Ist aber cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Life is Strange. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.